Hallöchen, ihr Lieben. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe mich sehr, sehr, sehr zurückgehalten und habe jetzt lange keine Boxenvideos mehr gezeigt, weil ich einfach merke, dass euch das nicht so interessiert und wenn, reicht euch irgendwie ein Bild bei Instagram. So, wenn ihr auch schon was mitbekommen habt, zeige ich, wenn nur meine Wetpacks-Box und meine Gala-Box, denn die Douglas-Box ist ja immer nicht so pralle. Jetzt passt mal auf. Ich habe die ja nie abbestellt bzw. entabonniert, weil man die ja zurückschicken kann und weil ich das ziemlich cool finde. Du guckst rein, überlegst dir, ob du sie möchtest oder nicht und wenn nicht, lässt du es einfach bleiben. Naja, diesen Monat, wir sind halt im Monat Mai, kam die Douglas-Box schon verspätet an, wo ich so dachte, hey, was ist denn hier los? Kam halt erst am 18.05. an. So, dann habe ich den Karton geöffnet und dann sah die Douglas-Box so aus. Und ich dachte so, okay, Du-Box, irgendwie Hashtag Du-Box, alles klar. Und dann war hier so ein Aufkleber, die neue Du-Box ist da. Und sie hieß ja sonst immer Box of Beauty. Okay, dann habt ihr drinne so eine Erklärung, warum man jetzt eine neue Box hat, dann was jetzt hier dieses neue Design bedeutet, das sind halt Eyeliner-Striche, dann der Typ, das ist der Entwickler von der Du-Box, der Thomas Kerschies. Ja, oh, Schmuckermann. Könnt ihr euch mal angucken. Ja, genau. Und hat halt erklärt, dass die Douglas-Box neu erfunden wurde, bliblablub und blablabla und noch ein paar Vorteile und jetzt gibt es halt so einen Club und dann, ja, sehr schön. Freue ich mich, prima, prima, prima. Aber ich wollte natürlich dann wissen, wie sieht denn die neue Du-Box aus? Also die Box an sich hat sich jetzt nicht verändert, aber braucht auch nicht. Dann öffnet man die Box und ich dachte mir schon beim Öffnen, alter Verwalter, warum ist denn die so schwer? Dann hast du erstmal einen Notizblock drin oder ein kleines Notizbüchlein von der Du-Box. Ja, also ganz normal mit weißem Papier, nichts Besonderes. Und dann hast du drin ein, ja, wie immer 10% Rabatt auf die Produkte, die hier drin sind, ja. Ganz normal, so. Ist jetzt nicht besonders. Halt eine Erklärung und bliblablub. Wie oft will ich jetzt noch bliblablub sagen? Naja, dann ist hier so ein Seidenpapier wieder drin und dann öffnet ihr die Box. Und beim Öffnen dieser Box dachte ich schon so, oh, die ist aber prall gefüllt. Oh mein Gott! So, dann hat mich als erstes angeschaut ein Schauergel von Corres Guava. So, ist so ein Bio, Fairtrade, etc. bla 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 Geschichte mit, ja, also total healthy und so. Healthy wenn es jetzt, ihr wisst schon, ja, also völligst Bio. Bio, Bio, Bio. Geruch ist ja nicht unbedingt überragend, aber auch nicht wirklich schlimm. Halt ganz natürlich, riecht gut, aber halt jetzt nichts, was dich umhauen könnte, wisst ihr? So, Emmchen, das bist du, das ist der Spiegel. Emma kratzt erstmal im Spiegel. Dann von Mavala aus der Schweiz eine Handcreme mit 2% Kollagenlösung. Ist ein täglicher Schutz und ja, ist eine Originalgröße, 50 ml. Genau. Dann habt ihr drin von Diadamin die Lift Plus Hautperfektion straffendes Gesichtsöl. Ist nicht fettend und ja, macht wohl glatte Haut und einen strafferen Effekt und Kollagenaktivator ist wohl mit dabei. Ja, sieht so aus, noch nie benutzt, noch nie gesehen und es sind 30 ml drin und es ist auch eine Originalgröße. Und spätestens da war mir klar, hier stimmt irgendwas nicht. Denn es geht nämlich weiter. Haargummis von Papanga. Ich nehme ja nun immer, wie ihr wisst, die von Invisibobble. Die heißen bestimmt anders, ich weiß, aber ich nenne die mal Invisibobble, wie ich halt so bin, ja? So, auf jeden Fall die von Papanga. Ich werde bekloppt. Ja, auch noch in meiner Haarfarbe, also gelb, wenn ich mal nicht getönt habe. Die obere Farbe, dieses Vanille, wenn ich gefärbt habe. Und das Braun für den Falle, dass ich irgendwann doch meine Ombrehaare färben lasse, weil mir mein Blond nicht mehr gefällt. Also die Douglas Du-Box hat mitgedacht. Ja, auf jeden Fall 3 Stück. Also krass, oder? So, dann. Von Manhattan, nee, von Max Factor ein Lipgloss. Sieht so aus. Richtig geile Farbe, so ein richtiges Nude, richtig dolle schön. Dann eine Shangy Candle, ihr wisst ja, warum ich Shangy sage. In Moroccan Arganöl, sieht so aus und ist halt so eine richtig kleine Motivkerze. Motivkerze. Ja, Duft ist sehr, sehr gut. Kann man wirklich nicht meckern. Und jetzt kommt der Brüller. Jetzt kommt wirklich der Brüller. Bitte, was ist hier los? Von Urban Decay ein Kajalstift in schwarz. Ein wasserfester 24-Stunden-Kajalstift. Jetzt passt mal auf.
Und zwar sieht das Ganze so aus. Und der malt so weich. Schaut euch das an. Ich habe wirklich nicht mal aufgedrückt. So ein geiler Stift. Das ist echt der absolute Oberwahnsinn. Ja, genau. Der war auch noch mit drin. Und also da dachte ich so, krass, richtig, richtig krass. Das Ganze für 15 Euro ist doch der Hammer. Naja, wie das dann so ist, habe ich dann mir alles ein bisschen angeschaut und ich hatte irgendwo einen Zettel, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr wo. Doch, hier. Ja, willkommen in der neuen Dubox-Welt. Und dann dachte ich so, oh, wie schön, steht da, so werden Sie Clubmitglied. Wie? Hä? Ich bin auch schon Clubmitglied. Dann habe ich weitergelesen und dann dachte ich so, die Umstellung auf die Dubox-Mitgliedschaft bringt natürlich neue AGBs mit sich. Alles klar, dachte ich so. Okay, gucken wir uns mal an. Also, es gibt jetzt eine neue Dubox. Es gibt drei verschiedene Varianten. Es gibt die normale Dubox für 15 Euro, es gibt die Classic für 29 und die High-End, also die Premium, für 49,95 im Monat. Also wirklich, wir reden über Monatspreise. 15, 29, 95 oder so und 49,95 für eine Box. Ihr müsst euch das irgendwie mal selber angucken, weil sonst wird das Video ellenlang, was der Unterschied ist. Auf jeden Fall hast du dann mehr High-End-Produkte drin, mehr Originalgrößen und ja, genau. Und dann dachte ich so, okay. Die 15 Euro sind ja jetzt nicht schlimm, machst du einfach das weiter, weil ich wollte jetzt mir auf jeden Fall die nächste Dubox noch angucken. Dann habe ich aber gesehen, dass man die Dubox nicht mehr umtauschen kann. Das hat mir jetzt auch jemand bestätigt. Die Dubox kannst du nicht mehr umtauschen. Das heißt, du bekommst die wie alle anderen Boxen und wenn sie dir nicht gefällt, hast du halt mal Pech gehabt. Und das ärgert mich ganz, ganz, ganz dolle. Und mir hat jemand geschrieben, der Zuschauer hat mir geschrieben, wenn einem die Box nicht gefällt, möchte Douglas wohl, dass du dir die höhere dann, also die eins höher steht, quasi die für 29,95, dir dann abonnierst, damit du dann merkst, dass es einen Unterschied gibt. Also das ist irgendwie so eine Geschichte, die verstehe ich noch nicht ganz. Irgendwie bist du jetzt gezwungen, wenn dir die Box nicht gefällt, also nicht gezwungen, aber die wollen dann halt, dass du dir die nächst höhere kaufst und werden wahrscheinlich die 15 Euro Dubox so richtig schön mistig machen. Ich denke mal, die nächste wird noch nicht so schlecht, aber die danach wird bestimmt richtig Schrott. Ja. Und das ist so eine Geschichte, wo ich denke, nee. Von daher, ja, ich bin echt gespannt. Es sind wieder keine Abonnements mehr verfügbar. Es ist wieder alles weg. Ihr könnt euch eine E-Mail schicken lassen, wann wieder irgendwas frei und übrig ist. Aber was auf jeden Fall jetzt nicht mehr funktioniert, dass ihr die Dubox zurückschicken lassen könnt. Und das finde ich halt echt schwach. Ich habe mich daran gewöhnt und fand das echt cool und deshalb wollte ich die auch nie abbestellen. Und wenn da was Geiles drin war, habe ich mich richtig, richtig, richtig dolle gefreut. Und ich glaube, so werde ich einfach nicht mehr lange Mitglied von der Dubox sein. Was ich schade finde, aber auf der anderen Seite fand ich die Box jetzt richtig cool und bin froh, dass ich überhaupt Douglas oder Dubox Mitglied bin. Genau, ja. Also ich bin gespannt, was alle anderen dazu sagen. Ich bin auf die nächste Box gespannt und ich bin im Allgemeinen gespannt, vielleicht wenn man dann irgendwo die Premium-Boxen sieht oder die Mittelklasse-Box, was da so drin ist und dass man mal vergleichen kann. Ja, weil sonst habe ich mir auch überlegt, kann man sich ja auch so eine Box mit einer Freundin teilen? Ist ja eigentlich auch eine coole Geschichte, weil die für 30 wären ja dann für beide auch wieder nur 15. Aber ich weiß nicht, ob es dann Kampeleien geben würde, wenn man ja nicht richtig teilen kann oder wenn der eine das genauso schön findet wie der andere. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt und wollte euch das unbedingt noch mitteilen, dass es jetzt eine neue Dubox gibt. Ganz genau. Leider habe ich keine Dubox kostenlos bekommen. Das Video entstand halt einfach wirklich nur aus reinem Interesse, weil es mich interessieren würde und ich froh wäre, wenn jemand darüber ein Video dreht und ich hoffe, ihr seid auch darüber froh. Gut, dann ja, war es das von mir und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Danke fürs Zusehen. Tschüss.